Sandplatz ist sicher speziell, dass man rutschen kann. Das heisst, man kann viele Bälle auch erlaufen, dass man defensiv gut arbeiten kann. Und man braucht natürlich durch das auch mehr Geduld, weil man muss den Angriff umso besser vorbereiten. Durch das Rutschen macht es etwas schwieriger, sich zu bewegen. Natürlich. Man hat nicht mehr so den Halt wie auf Hartplatz. Das ist etwas, wo man immer wieder dann auch trainieren muss, das Rutschen. Man muss sich dort auch physisch vorbereiten, mit den Muskeln, die natürlich anders belastet werden. Und ja, Sand ist sicher ein Belag, wo man sehr komplett muss sein und auch ja, physisch auch sehr gut. Es geht unter Umständen 15-20 Mal übers Netz und dort ist natürlich dann auch die Ausdauer ein grosses Thema. Auf Sand ist es auch noch speziell, dass der Ball verspringen kann. Das heisst, dort ist es schwieriger als auf Hartplatz, den Ball früh zu nehmen und man muss sicher auch gut anpassen. Also auf Sand versucht man sicher, den Gegner mit höheren Topspin hindern zu drängen, damit man so den Platz aufmachen kann. Und dann ist sicher Stoppball auch eine gute Option, um den Gegner zum Laufen zu bringen. Also ein Tipp auf Sand ist sicher, versuchen euch gut zu bewegen, das Rutschen wirklich, das am besten zu üben, dann geduldig spielen, auf seine Chancen warten und dann unter Umständen mit einem kurzen Cross oder einem Stoppball den Gegner zum Laufen bringen.